Ansonsten würde ich jetzt schon den ersten Redner auf die Bühne bitten, also den ersten Redner für die Damen, nämlich Michael Knoth, vielen wahrscheinlich auch bekannt als der Micha, Journalist und YouTuber, war lange Zeit lang Kopf und Moderator von Exzessiv TV und ist sozusagen ein Urgestein in der Cannabis-Szene, weil er sich schon seit über 20 Jahren für die Legalisierung einsetzt. Micha, bitte. Ja, ich komme. Ja, hi. Hallo Berlin. Hallo Hanfparade. Oh, Dankeschön. Bestimmt Hanfuhr. Ja, sicher. Hanfuhr aus der guten Heimat. Dankeschön. Die gute Heimat aus der Schweiz. Vielen Dank. Ja. Trotz der vollen Demo stehen hier so wenig Leute. Ich wollte euch ein bisschen was, bevor ich anfange zu reden, ein, zwei Dinge fragen. Na, dann frage ich halt die wenigen, die hier stehen. Tut mir mal einen Gefallen, wer schon irgendwie im Leben mal Stress mit der Polizei hatte wegen Cannabis, der hebe doch mal die Hand. Oh, ganz schön viele. So, jetzt die zweite Frage. Muss auch keine Hand heben, aber ich denke, da gehen weniger Hände hoch. Wer war denn wegen Cannabis schon mal im Knast? Eine Hand, eine Hand. So. Das heißt, auch hier sehen wir an dem Durchschnitt, in Deutschland ist Cannabis zwar verboten und die Polizei und die Strafverfolgungsbehörden machen das, die lieben es, kleine Kiffer zu jagen, um ihre Statistik hochzubügeln, aber dass die Leute für Cannabis wirklich richtig in Knast gehen, das wird in Deutschland immer seltener. Ja? Das heißt, wir haben hier noch viel zu tun. Die Hanfparade ist ein Tool, wie wir Cannabis wieder legal kriegen, eins der wichtigsten Tools seit 20 Jahren. Aber wir sollten auch, wenn wir Cannabis legal kriegen wollen, mal über die Grenzen von Deutschland hinausschauen. Was die wenigsten wissen, ist, dass im Namen des Cannabisverbots weltweit massiv Menschenrechte gebrochen werden. Ja? Ich will das jetzt nicht weiter ausführen. Ich wollte euch nur bitten, dass ihr am 28.09. zumindest die Berliner unter euch ins Void kommt. Im Void machen wir eine Party für die beiden Jungs hier aus dem Wedding. Ja? Das sind nette Brüder aus dem Wedding, die haben da früher eine Baufirma gehabt und haben sich dann entschlossen, auf dem Abendgymnasium Abitur zu machen und sind eines Tages nicht mehr zurück in die Schule gekommen. Da hat sich der Mathelehrer, ist zufällig mein Nachbar, hat sich gewundert, warum die Jungs nicht in die Schule kommen mehr und hat dann die Familie kontaktiert. Da kam dann raus, die sitzen in Griechenland im Gefängnis, weil sie in ihrer Ferienwohnung im Garten mit 80 Graspflanzen erwischt wurden. Und die sind zu lebenslänglicher Haft verurteilt worden. Die sitzen lebenslänglich im Gefängnis wegen 70 Pflanzen. In Griechenland, wir haben uns schon erkundigt, in Griechenland heißt lebenslänglich ungefähr 18 Jahre. Wenn man Glück hat, kriegt man nach 5 bis 7 Jahren eine Berufungsverhandlung, wo das Strafmaß gesenkt wird. Wir reden hier von 70 Cannabispflanzen. Das sind so viel wie in 2 Homeboxen reinpassen. Ja? Also das sind Mengen. Ja, das sind Mengen, die rauchen Leute, teilweise Leute in 2, 3 Monaten alleine weg. Ja, aber ich möchte das Vergehen jetzt auch nicht relativieren, das war nach dem griechischen Gesetz verboten, aber wir müssen nicht drüber diskutieren, lebenslang, ja, ist absolut optionslos. Deswegen, wer am 28.09. ein wenig Zeit hat, der kommt bitte abends ins Void, da gibt es dann einen Techno-Floor, da gibt es dann einen Reggae-Floor und da feiern wir abends zusammen und der Eintritt kommt ausschließlich dem Anwalt zugute, die Artists treten alle umsonst auf und kommt ausschließlich dem Berliner Anwalt zugute, der versucht, dass die Jungs ihre Reststrafe hier in Deutschland absitzen können. Und wir haben auch schon geschafft, dass das in den Medien relativ groß rund ging. Wir haben es auch schon geschafft, dass der Besuch von der Botschaft da war, dass die Haftbedingungen sich ein bisschen gebessert haben. Die leben auch in ganz schlimmen Haftbedingungen. Ich habe Fotos geschickt bekommen von zugeschissenen Matratzen, auf denen die pennen müssen. Das ist wirklich ganz schlimm. Und das hat sich wohl gebessert nach der Intervention hier aus Deutschland. Aber trotzdem hat unser Anwalt gesagt, er muss mit griechischen Anwälten zusammenarbeiten, damit die wieder nach Deutschland kommen. Brauchen wir 20.000 Euro und die kriegen wir nicht so einfach zusammen. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, wer mehr dazu wissen will, die Flyer liegen auch hinten am Patientenstand, ganz links, der Stefan am Patientenstand, weiß mehr über die Party und hat verteilt auch Flyer dazu. So, wem das doch nicht reicht, das Cannabis
Verbot extreme Folgen hat, sollte sich einer anderen Sache bewusst sein. Ich schreibe ja seit 20 Jahren Artikel über Cannabis und google ziemlich viel oder suche die Suchmaschinen nach News durch. Dabei ist mir aufgefallen, im südostasiatischen Raum ist die Todesstrafe für Cannabis fast noch an der Tagesordnung. Ja? Ich habe gestern erst wieder einen Fall aus Indonesien, aus Jakarta gefunden, wo 6 Leute die Tode, also die sind mit zusammen, die haben Haschisch geschmuggelt, auch schon eine größere Menge, 200 Kilo. Aber da ist die Polizei schon bei der Festnahme davon ausgegangen, dass die einen Kopf kürzer gemacht werden. Das ist in Indonesien wirklich an der Tagesordnung. Da gibt es auch zum Beispiel gerade eine britische Touristin, die könnte theoretisch zum Tode verurteilt werden wegen Cannabis. Das wird bei Touristen aber dann halt nicht so hart gemacht, so hart geurteilt. Auch in Saudi-Arabien werden Menschen wegen Haschisch öffentlich geköpft. Ich weiß nicht, wem das bewusst ist. Meistens handelt es sich dann um Gastarbeiter, die in Saudi-Arabien arbeiten mit einer Arbeitserlaubnis und bei ihrer Einreise halt ihr Gehalt aufbessern wollen, indem sie Haschisch ins Land schmuggeln. Und die kommen dafür nicht mal, die brauchen gar nicht ins Gefängnis zu gehen, die kriegen gerade den Kopf abgehackt aus Gründen der öffentlichen Abschreckung. Und wenn man sich das dann mit uns jemand zu, wenn man dann das mit Berlin vergleicht oder auch mit Bayern, ja selbst Bayern ist da noch Jammern auf hohem Niveau wegen. Und deswegen sollten wir uns dessen bewusst sein und ich denke, das gibt auch viel Kraft, dass das, was wir hier erreichen wollen, eigentlich gar nicht so schwierig ist, weil wir haben hier schon relativ viel erreicht und wir müssen auch gar nicht so viel Angst haben, wie die Leute in anderen Ländern, sich für Cannabis einzusetzen, weil wir riskieren doch relativ wenig, ja. Und deswegen erwarte ich auch von unseren Leuten hier in Deutschland, von der Mainstream-Gesellschaft, weil mittlerweile ist es ja so weit, dass Cannabis auch im Mainstream angekommen ist, ja, dass sie das Thema Cannabis auch mal dazu nutzen, ihre Bürgerrechte und die Vernunft wieder einkehren zu lassen. Das Cannabis, weil man riskiert nicht viel, dass sie ihre Stimme erheben, Cannabis zu legalisieren und vor allen Dingen auch mal darauf aufmerksam machen, dass die internationale Situation übel ist. In Georgien, in Russland wird das Cannabis-Gesetz regelmäßig dafür genommen, um politischen Aktivisten, die unangenehm in der Öffentlichkeit auftreten, Drogen unterzuschieben und die dann wegen Drogenvergehen in den Knast zu stecken. Amnesty International, Human Rights Watch haben das alles dokumentiert. Mir fallen 2 Fälle aus den Philippinen, 3 Fälle aus Russland und ein Fall aus Georgien aus dem Stand ein, wo Cannabis-Gesetze dafür genutzt wurden, um politische Aktivisten zu kriminalisieren. All das wird meistens gar nicht erwähnt, wenn es darum geht, wie wichtig die Legalisierung von Cannabis ist und dass Cannabis-Legalisierung auch was mit Menschenrechten zu tun hat. Das ist den meisten Leuten, selbst die sich für eine Cannabis-Legalisierung einsetzen, nicht immer bewusst. Und deswegen mein Appell an euch, macht es euch bewusst, dass Cannabis-Legalisierung, dass das Cannabis-Verbot wirklich nicht nur gegen die Verfassung verstößt in den Augen vieler Juristen, sondern in meinen Augen auch gegen die internationale Menschenrechtscharta. Warum das so ist, habe ich euch eben erklärt. In diesem Sinne wünsche ich euch auch eine schöne Hanfparade und vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Tschüss.